Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bestie der Freiheit Box von Hammered Home. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bestie der Freiheit von Hammered Home. Das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier eine von der Form her recht ungewöhnliche Box. Sie ist recht hoch und rechteckig gehalten, gestaltet in Schwarz, Rot und Weiß. Hier oben lesen wir einmal den Bandnamen Hammered Home. Dann haben wir hier ein Gesicht, zur Hälfte bestehend aus einem Löwen. Also die linke Seite ist hier so ein Löwe. Und die rechte Seite ist in diesem Fall ein Menschengesicht. Genauer gesagt das Gesicht von dem Sänger von Hammered Home, der hier die Augen immer so schwarz bemalt hat, also einen schwarzen Streifen über die Augen gemalt hat. Und hier unten lesen wir dann den Albumtitel Bestie der Freiheit. Ja, das Ganze zieht sich dann hier unten noch durch mit dem Bart bzw. mit der Mähne des Löwen. Dann lesen wir hier Hammered Home Bestie der Freiheit und links und rechts haben wir dann jeweils noch das Hammered Home Logo. Und oben zieht sich das Ganze dann auch nochmal weiter, hier die Mähne und auf der linken Seite ebenfalls Albumtitel und Interpret. Auf der Rückseite haben wir die Inhaltsangaben, was wir alles in dieser Box vorfinden. Und zwar haben wir hier einmal eine von vier Figuren in jeder Box. So sehen die aus. Also das sind die vier Bandmitglieder hier. Von jedem der Bandmitglieder gibt es hier so eine Figur und eine dieser vier Figuren werden wir dann hier vorfinden. Dann haben wir hier das Album, was lesen wir hier, inklusive zwei Bonustracks und exklusive DVD mit der Live-Show auf dem Wacken Open Air 2017 und der Formentera Session. Okay, dann haben wir noch vier Buttons, ein doppelseitiges Poster und vier Autogrammkarten. Darunter gibt es dann noch die Album-Credits und einen Barcode. Und hier lesen wir noch, dass die DVD circa 76 Minuten dauert und in welchem Format das Ganze aufgenommen wurde. Also die technischen Daten zur DVD. Gut, so viel dazu. Dann schauen wir mal hinein. So, der Deckel ist abnehmbar. Nicht klappbar, sondern wirklich abnehmbar. Das freut mich immer sehr. Von innen das Ganze in Weiß gehalten. Und hier kommen uns dann schon der erste Boxinhalt entgegen, und zwar ist das die angesprochene Figur. Ich habe in diesem Fall den Sänger erwischt. Dazu kommen wir dann noch. Dann haben wir hier das Buttonset, bestehend aus vier Buttons. Dann haben wir hier das Album, inklusive DVD, daher auch hier der FSK-Hinweis. Autogrammkarten, vier Stück an der Zahl. Und natürlich das Poster doppelseitig bedruckt. Ja, auch die Unterseite hier innen weiß. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Machen die Box zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Bestie der Freiheit. Es ist das siebte Album von Hammered Home. Wie gesagt, im Jahr 2018 erschienen. Wir haben das Ganze hier in einem regulären Jewel Case und hier haben wir noch einen FSK 6 Hinweis. Wie gesagt, der ist der DVD geschuldet, die sich darin befindet. Mich nervt es nur etwas, dass das hier aufgedruckt wurde. Schauen wir uns nochmal genauer an. Das hätte man auch irgendwie mit einem Sticker lösen können. Dementsprechend zerstört es in meinen Augen etwas die Optik des Covers, aber ja. Dann haben wir hier auf der Seite Hammered Home Bestie der Freiheit stehen und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl und dann haben wir noch die DVD. Hier sind zwei Sachen drauf, nämlich einmal Live Wacken Open Air 2017 und einmal hier Formentera Session, Credits und Barcode. Dann kommen wir zum Booklet. Wir haben auch hier auf der Booklet-Rückseite sowie auf der Cover-Rückseite wieder die Tracklist. Ja, und wir sehen, das ist wirklich hier aufgedruckt, kein Sticker oder irgendwie. Das ist schade.
So, aber das gefällt mir schon mal richtig gut. Und zwar haben wir hier dann die Lyrics. Bedeutet, wir haben hier wirklich Track für Track durchnummeriert. Und jeder Track hat dann hier auch seine Lyrics abgetippt. Sehr schön. So muss es sein. Ups. Ah. Irgendwie zusammengeklebt. So, dann haben wir hier in diesem Fall den Sänger, also Nord in diesem Fall. So sieht das aus. Weitere Tracks. Weitere Tracks. Dann haben wir hier den Gitarristen der Band, in diesem Fall Ost. Den Schlagzeuger Süd. Weitere Tracks. Und dann hier noch den Bassisten West. Jawohl, so sieht das aus. Also sehr textlastig das Booklet und das Ganze dann noch mit vier Fotos der jeweiligen Bandmitglieder gestaltet und hier dann noch die Credits. Also hier kann man wirklich nachlesen, wer war hier beteiligt, wer hat hier gemixt, gemastert, wo wurde das Ganze aufgenommen und so weiter. Und hier eine sehr umfangreiche Danksagung. Die erspare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Das würde echt zeitlich den Rahmen sprengen. Und dann haben wir hier noch DVD, die Live-Show auf dem Wacken Open Air 2017. Also hier so ein erster Eindruck, eine Fotoaufnahme dieses Konzerts. Und hier dann noch Formentera Session. Also das ist der zweite Abschnitt, der zweite Teil dieser DVD dann. Gut, dann packen wir das Booklet mal wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus, schwarz, rot und weiß gehalten. Generell das Artwork. So schwarz, rot und weiß, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir auf der Rückseite natürlich die DVD. Die ist in schwarz. Hämatom Bonus-DVD. Erstens Wacken Open Air 2017 und zweitens Formentera Session. Jawohl. Und hier gibt es dann noch in schwarz und rot das Hämatom-Logo. So, das war's zur CD, zum Album und zur DVD. Dann haben wir vier Buttons mit dabei. Die kommen in so einem kleinen Plastikbeutel. So, und zwar, was lesen wir hier? Buttonset Hämatom made by 4Merch GmbH Reutlinger Straße in Trochtelfingen. Okay. Also, die haben diese Buttons hier hergestellt. Und zwar haben wir hier vier Buttons am Start. Und wie sollte es anders sein? Auch hier haben wir dann die Bandmitglieder drauf. So, einmal hier Gesang, also die Vocals. Dann der Gitarrist. Der Schlagzeuger. Und der Bassist. Und ihr seht schon, die tragen, zumindest drei der vier tragen ziemlich krasse Masken. Und der Sänger, also in diesem Fall Nord, hat immer ein weißes Gesicht mit einem schwarzen Streifen über den Augen. Rein von der Erscheinung her sehr heftig, die Typen. Und das ist kein Zufall, dass ich jetzt diese Buttons hier so angelegt habe, denn wenn wir jetzt gleich zu den Autogrammkarten kommen, dann sehen wir auch wieso. Denn, wie schon gesagt, die haben innerhalb der Band Himmelsrichtungen als Bezeichnung gewählt. Und das macht auch von der Aufteilung her Sinn, denn es ist genau die Formation, in der sie dann immer auf der Bühne stehen. Wenn wir an einen Kompass denken oder an die Himmelsrichtungen denken, dann haben wir natürlich Nord, Ost, Süd, West. Und genauso ist es auch immer aufgeteilt. Also natürlich der Sänger steht ganz vorne, in diesem Fall Nord. Dann haben wir rechts hinter ihm steht dann immer Ost, also der Gitarrist. Links neben ihm dann, oder links hinter ihm dann West, der Bassist. Und dann noch Süd, der Schlagzeuger, natürlich ganz hinten. Also vier Autogrammkarten gibt es hier oben drauf. Schöne Fotos. Und jeweils hier unterschrieben. Rückseite blank weiß, das Ganze im Hochformat. So, dann haben wir mit dabei ein Poster.
Jawohl. Also, hier haben wir auch nochmal die vier Bandmitglieder abgebildet. Hier seht ihr sie mal in ihrer vollen Pracht. Man muss dazu sagen, dass sie sich im Laufe der Zeit gewandelt haben. Also, er jetzt nicht ganz so, Nord nicht ganz so, aber die anderen drei Herrschaften haben sich durchaus gewandelt, was ihre Masken betrifft. Also, die wurden im Laufe der Zeit bei diversen Alben, bei diversen Videos, werdet ihr noch ältere Versionen ihrer Masken finden. Das ist jetzt der aktuelle Stand, also so sind sie auch jetzt noch unterwegs. Rechts oben lesen wir auch wieder Hämatom. Das Ganze in Schwarz-Weiß- und Querformat. Und dann haben wir auf der Rückseite das Albumcover. Rechts unten wieder Bestie der Freiheit. Dann hier dieses Logo, dieses halbierte Gesicht. Und oben wieder Hämatom. In Schwarz-Rot. Und man muss sagen, obwohl es echt sehr klein gefalten wurde, die Qualität ist überzeugend. Denn wir haben hier wenig bis gar keine Beeinträchtigung durch diese Faltlinien. Ihr könnt hier selber sehen, das sieht auch trotz dieser kleinen Faltungen echt gut aus. Ja, für welche der beiden Seiten ihr euch entscheidet, das ist natürlich euch überlassen. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Das wahrscheinlich ja, Highlight neben des Albums, neben dem Album. Und zwar haben wir hier eine Kartonbox, die ich jetzt gerade, die ich doch aufkriege. So, dann holen wir das Ganze mal raus. Nochmal ganz kurz zur Box. Wir haben hier vorne so ein Sichtfenster, durch das man die Figur sieht. Oben das Hämatom-Logo, rechts der Schriftzug, links der Schriftzug, Rückseite blank schwarz und unten lesen wir dann noch hergestellt von Firm for Merch. Also die, die auch schon die Buttons gemacht haben, haben dann in diesem Fall hier diese Figuren gemacht. Und wie man das so kennt, kommt die hier gut eingepackt in zwei Hälften Kunststoff. Und dann haben wir auch noch eine Plattform dabei. So, wie ihr sehen könnt, habe ich in diesem Fall Nord erwischt, den Sänger der Band. Hier auf dieser Platte haben wir auch nochmal das Hämatom-Logo. Sehr schöne Detailarbeit. Was lesen wir hier? Okay, hier lesen wir auch nochmal, Made by For Merch. Und so sieht das dann aus. Also, wie gesagt, der Sänger hier weiß angemalt mit diesem schwarzen Balken über den Augen. So kennt man ihn. Ja, also das ist durchaus, hier ist auch sogar nochmal auf seiner Hose sind hier nochmal die Himmelsrichtungen zu sehen. Sehr schön. Aber das wurde auf jeden Fall sauber bemalt, das Ganze. Und für Hämatom-Fans kann man das dann echt gut irgendwie ins Regal stellen. Was jetzt allerdings bei mir sich die Frage gestellt hat, ist, jetzt kriege ich es gar nicht drauf hier, ist dann natürlich, was ist mit den anderen dreien? Also es gibt natürlich Leute, die haben dann irgendwelche Favoriten und die sagen, das eine Mitglied der Band, das interessiert mich besonders, die anderen nicht so. Vielleicht hatten die Glück und haben zufälligerweise genau den erwischt, Nord, Ost, Südwest, den sie wollten. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr nicht euren Favoriten erwischt habt oder vielleicht, so wie ich, ich bin so ein Kandidat, alle vier haben möchte. Jetzt habe ich einen von vieren und die anderen drei hätte ich auch gerne. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann kaufe ich mir einfach noch 10 Boxen, dann werde ich schon irgendwie die drei zusammenkriegen. Aber dafür gibt es den Webshop. Und zwar haben die Jungs auf ihrem Webshop die Möglichkeit, diese Figur noch einzeln zu erwerben. Also wir sehen hier, in diesem Fall dann nochmal Nord. Dann haben wir hier Ost, so sieht dann seine Figur aus. Süd und West. Also das nur für euch zur Info. Kann gut sein, dass ihr eine der anderen Figuren bei euch vorgefunden habt. Und falls ihr dann irgendwie die anderen drei auch noch haben wollt, die gibt es separat im Webshop zu kaufen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Figur. Wie gesagt, eine von vieren ist dabei. Welche ihr dabei erwischt, ist dem Zufall überlassen. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Querformat.
die vier Buttons mit den Köpfen der Band. Die Autogrammkarten ebenfalls vier Stück an der Zahl. Und natürlich das Album an sich inklusive DVD. Das Album kommt mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Bestie der Freiheit von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hämatom unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.